So, und nur noch eine kleine Anmerkung, bevor das eigentliche Video losgeht. Ich habe zufälligerweise, beziehungsweise unglücklicherweise, den letzten Part gelöscht. Also das Achtelfinale, das ich noch einmal gespielt habe. Es ist sehr gut gelaufen. Ein Sieg, ein richtig gutes Spiel. Leider habe ich durch Fehler meinerseits das Video unwiderruflich gelöscht. Nicht mal mit Recovery-Programmen habe ich es mehr gefunden. Jo, und trot deshalb hoffe ich aber trotzdem, dass euch der folgende Part gefällt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team. Diesmal geht's weiter im Viertelfinale des St. Patrick's Pokal. Das letzte Mal haben wir mit 3 zu 2 gewonnen. War noch relativ knapp zum Ende hin. Der Typ hier braucht mal eine Auszeit oder ich gebe ihm einfach mal eine Karte dafür. Wenn ich eine finden würde. Hier, so eine bekommst du mal. Dann ist er wieder fit. Sonst so sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Die Innenverteidigung hat mir diesmal besser gefallen. Rechtsverteidiger, ich habe keinen. Doch, ich habe mal Ersatz, Linksverteidiger. Dann kommt der mal. Ja, na gut, den machen wir mal wieder raus für die Chemie. Ach nee, das war der falsche. Der sollte wieder raus für die Chemie. Sonst sind aber eigentlich alle noch fit. Ja, ich bringe mal wieder diesen Stürmer hier. Der hat ein bisschen mehr Pace. Gefällt mir besser. Jo, und dann geht's weiter. Mal gucken, gegen wen wir dieses Mal spielen. Ich könnte auch mal was machen. Und zwar könnte ich mal. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich müsste mal was probieren. Ja, das probiere ich, glaube ich, mal. Aber die haben alle eine schlechte Formation. Ich weiß nicht, ob das was wird. Vor allem er hier nicht. Ne, die Formation passt einfach nicht. Ne, das wird nichts. Warte mal ganz kurz. Ob das hier besser aussieht. Ach, das sieht alles scheiße aus. Gibt es denn überhaupt irgendwas, was besser aussieht? Das sieht ganz gut aus. Das könnten wir auch mal probieren. Er steht jetzt im Sturm. Das geht natürlich nicht. So und dann so. Und dann so. Hier passt es nämlich gut. Und ja, das passt sowieso nicht. Da könnten wir hier auch wieder den machen. Warum passt es mit den Füßen eigentlich hier nicht? Das verstehe ich sowieso nicht. Aber das ist relativ egal eigentlich. Das war der mit dem schnellen. Ja, spielen wir einfach mal so, auch wenn die Chemie jetzt nicht unbedingt stimmt. Das ist ein 4-2-2-2. Manager-Objekt anwenden natürlich nicht. Mit Verein tauschen. Hier. Dann steckt die Chemie dadurch nochmal ein bisschen und dann können wir so auch mal spielen, eine Runde. Vor allem meine ganze Verteidigung hat ein 4-2-2-2 System. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich die so eingekauft? Eigentlich wollte ich die alle 4-4-2. Genau, ich hätte das, glaube ich, vertauscht gehabt. Ich hätte 4-4-2 mit 4-2-2-2 vertauscht. Und deshalb hatte ich so viele 4-2-2-2 Leute eingekauft. Aber egal. So. Der hat bestimmt eine richtig gute Mannschaft. Geht eigentlich. Von der Chemie her stimmt es sowieso nicht. Aber sonst hat er auch eine relativ gute Mannschaft. Aus ihren. So, Paddy. Dann geht's auch gleich los. Und dann geht's auch los. Mal gucken, wie dieses Viertelfinale hier läuft. Hoffentlich gut.
Boah, ineinander gerauscht. Wow, da muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich meine gelbe kriege oder gleich eine rote oder irgend sowas. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße. Oh, hätte er machen müssen. Hätte er machen müssen. Puh, fängt der schon mal toll an. Gucken wir mal, wie es hier läuft in dieser Formation. Scheiße. So. So und... der Pass kommt. Mach ihn. Ja. Sehr schön. Rusk. Im Nachschuss. Hätte ich auch in der Situation schon abspielen können. In die Mitte. Der wäre wahrscheinlich auch reingegangen. Aber so hatte ich nochmal Glück gehabt. Oh. Solche Fehlpässe können einen den Kopf kosten. Ach Mist. Hui. Ich hätte nicht so viel rumgrätschen. Das ist ein ganz dummer Anfängerfehler. Wenn man einfach so grätscht. Unkontrolliert. Nein, nein. Oh, Glück gehabt. Kevin Doyle. Och Mann. Oh Scheiße. Das war schlecht von mir. Jetzt gibt's eine Ecke erstmal. Mal gucken, wie gut er da ist. Oh, der ist hochgestiegen. Der ist richtig hochgestiegen. Wow. Schöner Schuss. Oh nein, er liegt verletzt im Strafraum. Was macht er jetzt? Ach so, abseits. Gut. Kommen wir die einfach mal hier raus. Aber daraus ergibt sich leider nichts. Und dann spielt er wieder nach außen. Er will viel über Kopfbälle kommen, habe ich das Gefühl. Und ich will halt viel über die Mitte kommen. Mit Geschwindigkeit. Oh, war ja. Oh, diesmal nicht. Diesmal spielt er nicht nach außen. Jo, das war's. Und das war das Tor. Und da habe ich mich überrumpeln lassen. Ach, Mist. Der Pass kommt nicht. Mist, 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 Mist. Ja. Komm, nimm ihn ab. Nimm ihn ab, nimm ihn ab. Nein, nein, nein. Oh. Den habe ich schon drin gesehen. Er ist gut, er ist gut. Da muss ich aufpassen. Na, den muss ich raushauen. Scheiße. Oh, schöne Grätsche dafür. Oh, weia. Das hat er schlecht gemacht. Ah, Ecke, scheiße. Nein, 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 nein. Hau ihn raus. Ah, jetzt kann er abziehen, Volley. Boah, abgefälscht. Das gibt Eckball, wieder mal. Er ist gefährlich. Er ist sehr gefährlich bei Eckbällen. Das sieht man hier auch wieder. Und ich komme irgendwie gar nicht mehr zum Zug jetzt. Er scheint die Spielkontrolle übernommen zu haben. Nachdem ich am Anfang so schon vorgelegt habe. Beziehungsweise hatte. Oh nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Long. Egal. Sollte jetzt nicht zu viel Blödsinn machen. Dann steht es ganz, ganz, ganz schnell noch schlechter. Ach man, kann nicht mal der Abstoß oder Abschlag oder irgendwas ordentlich ankommen. Was ist das denn? Spiel jetzt mal ordentlich ab. Komm. Oh. Sehr schön. Nein. Das kann doch nicht sein.
Scheiße. Ah, das macht er natürlich gut. Ach, scheiße, ganz ehrlich. Mann, Mann, Mann. Das kann besser laufen. Das muss besser laufen. Das muss besser. Und es kann doch nicht wahr sein, ey. Wie macht er denn immer die Kopfballtore? 3:1, klasse. Mann, ey, hier läuft auch gar nichts mehr jetzt. Jetzt gib mir doch mal den Ball. Schenk mir den Ball und der ist drin. Fuck. Ja, das sieht man schon, bevor du abgezogen hast, dass er drin ist. Da kann man gar nichts machen. Ja, und jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg vom Fenster. Jetzt habe ich verloren, ganz klar. Ich könnte jetzt schon aufgeben eigentlich. Sag ganz ehrlich, das kann ich, es geht nicht mehr. Ich kann es nicht mehr aufholen und... Außer natürlich... Ich mache jetzt hier was Spektakuläres. Aber es gibt auch eine Ecke. Nee, nee, nee. Das ist vorbei. Oh, ne. Lol. Schön, wie er es verspielt. Die zwei gegen Torwart-Situation. Lauf, Mann! Er hat ihn voll Kanne aufgehalten. Das gibt's doch gar nicht. Oh, der Pass kommt mit. Nimm ihn mit. Scheiße. Ja. Boah, Flugkopfball. So. Ach, Mist, Halbzeit. Schade, schade. 4:1, das war's dann wohl. Er ist auch chancenmäßig deutlich überlegen. Na, mit so einem Team kann ich sowieso nichts anrichten. Boah, was ist das denn? Ich hab doch vor 10 Jahren passen gedrückt und er macht es dann auch noch. Ja, toll. Na komm, schenkt mir den Ball. Komm, drück mir doch noch einen rein. So long. Ah, spiel doch ab. Was ist das denn? Leg dich doch noch mehr schlafen, ganz ehrlich. Boah, das war ein Hammerschuss. Komm, Megidi jetzt. Ach, schade. Aha, Mist. Nein, nein, boah, knapp. Ich glaube kaum, dass ich hier noch was ausrichten kann. Ich kann es ja nochmal versuchen, aber versprechen kann ich nichts. Schade. Ach Mann. Gib mir den Ball, komm. Nein, nein, nein. Gut, das ist meiner. Boah. Einwurf für mich. Oh, danke. Dass er da schön weggegangen ist. Na, ach Mann. So, komm. Jetzt sprinte hier mal. Setz mal die Flanke, die uns ausgeht. Ecke, Kopfball, Tor. Oder auch nicht. Ach, und er hat wieder das Glück, den Ball sofort zurückzubekommen. Mann, und das Glück hat er auch noch. Typisch, ganz typisch. Das Glück auf der Seite des Gegners und der ist... Ja, da kann ich nichts gegen machen. Das macht er einfach brillant. Will ich fast sagen. Megidi kriegt den Ball auch nicht. Naja, naja, naja. Der Torwart kann überhaupt keinen Tricks.
Was ist denn jetzt los? Freistoß für ihn? Was hab ich denn gerade bitte gemacht? Ganz ehrlich. Boah, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Na, hau ihn raus. Hau ihn raus, hau ihn raus. So. Vielleicht ergibt sich ja doch nochmal was oder auch nicht. Ey, wie kann denn das sein? Boah, Mensch. Gibson. 5:1 steht da schon. Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf den irischen Pokal, ganz ehrlich nicht. Der ist mir zu dämlich. Na, na, na. So, hier vielleicht jetzt mal was reißen. Oder auch nicht. Ja, ich kann jetzt mal ein paar Tricks probieren oder irgendwas. Das ist sowieso vorbei. Demnach kann ich ja mal versuchen, hier irgendwas Cooles hinzukriegen. Oder irgendwas. Er hat anscheinend immer noch nicht geschnallt, dass er schon längst gewonnen hat. Und spielt hier einfach weiter seine Tore zu Ende. Schön gehalten. Aber die beste Parade hilft nichts, wenn dann trotzdem keiner da steht. Ah, der Pass kommt nicht. Der Pass kommt einfach nicht. Die Spieler sind einfach zu schlecht. So sieht's doch aus. Ah. So, jetzt vielleicht mal irgendwas. Der Pass muss doch einfach mal kommen, ganz ehrlich. Er kommt nicht durch, der Pass. So ein Pass, der einfach mal sitzen muss. Aber egal. Oh, der soll doch nicht zu ihm. Das ist doch ganz offensichtlich, wo dieser Ball hin soll. Oh ja. Jetzt hat er da keinen Bock mehr anscheinend. Nee, ich glaube, ich kann das Video dann hier beenden. Weil ganz ehrlich, jetzt macht er auch nichts mehr. Was, das ist so arrogant einfach. Ja, ich führe genug. Ich brauch nichts mehr zu machen. Das grenzt an pure Arroganz. Ganz ehrlich. Dann soll er es so haben. Dann mache ich vielleicht das eine oder andere Tor jetzt noch. Volle Offensive ist, glaube ich, schon. Das wäre natürlich richtig geil, wenn ich das jetzt ausgleichen würde. Müsste man eigentlich, die Arroganz müsste man eigentlich damit bestrafen, ganz ehrlich. Ach, guck mal, jetzt ist er wieder am Controller. So, jetzt mach das Spiel meines Lebens und hol das 7 zu irgendwas noch auf. Ach Mann, ey. Oder auch nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, was ist das für ein Torwartfehler? Das war abseits. Ey, aber was ist das? Gucken wir uns das vielleicht doch mal an. Was ist das für ein Torwart? Was macht der Torwart da? Er legt ihm den Stürmer direkt vor die Füße, den Ball. Also, das ist... Der Torwart ist echt miserabel, ganz ehrlich. Hat überhaupt einer meiner Spieler hier 4-Sterne-Skills? Ich glaube nicht. Sonst könnte ich hier mal ein paar coolere Tricks probieren. Schade. Jo, dann ist das Spiel auch gleich vorbei. In ein paar Sekündchen. Schöner Abwurf. Jetzt müsste er direkt abziehen, um mal was Cooles zu machen. Macht er aber nicht. Er ist arrogant hoch 10 und zwar ein Eigentor.
Was war das denn? Ich glaube, das war bisher mein schlechtestes Spiel. Aber egal. Gut, das war's dann für diese Runde. Bam, 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 bam. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr ruhig auf meinem Kanal vorbeischauen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.